um in das Mac Operation System Wiederherstellungsmenü oder Mac Operations, das ist ein Dienstprogrammmenü zu kommen, braucht ihr eure Tastatur, welche mit eurem Mac verbunden ist. Hier ist jetzt eine Bluetooth-Verbindung. Die sind hier gekoppelt worden bei der Erstinstallation. Und nun haben wir hier die Command-Taste links unten, beziehungsweise rechts, und neben der Space-Taste und den Buchstaben R. R da. Command und R drücken wir jetzt gleich, wenn wir den Mac einschalten und halten ihn gedrückt. Das heißt, wir machen uns bereit, schalten den Mac jetzt hinter dem Mac ein und drücken und will R. Die beiden Tasten werden jetzt gedrückt und gehalten. So lange, bis dieses Apple-Logo sich verändert, beziehungsweise wir dort unten eine Leiste bekommen. Da kann zum Beispiel eine Weltkugel kommen oder wie bei uns gleich ein Fortschrittsbalken. Und wenn wir das sehen, dann können wir diese beiden Tasten wieder loslassen. Command und R, also einschalten, dann Command und R gedrückt halten und das reicht. Jetzt können wir das wegnehmen und nun gehen wir in das besagte Menü hinein. Das dauert jetzt einen Moment, der bootet jetzt in das Mac Operation Dienstprogramm. Wofür brauchen wir das Mac Operation Dienstprogramm eigentlich? Ja, es gibt mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt zum Beispiel darüber aus der Time Machine könnt ihr dort nämlich ein Backup wiederherstellen. Erstes Ding. Oder ihr könnt das Mac Operation System erneut installieren. Also eine neue Kopie von Mac Operation System und ein Betriebssystem installieren. Ihr könnt Online-Hilfen aufrufen, wenn ihr zum Beispiel nicht mehr in euren Mac kommt oder wenn der iMac einfach Riesenprobleme macht. Und ihr könnt Festplattendienstprogramm auswählen. Damit repariert man oder löscht einzelne Partitionen oder den ganzen Hard Disk Drive Gedönsrad, wenn ihr zum Beispiel den Mac verkaufen wollt oder eure Daten einfach vernichten möchtet, weil ihr zum Beispiel ein Problem mit der Festplatte habt, weil die Festplatte nicht richtig erkannt wird, etc. Also das Mac Operation Dienstprogramm ist sozusagen das Programm, was euch dann helfen kann, wenn ihr nicht in den iMac reinkommen solltet, weil ihr Probleme habt oder weil ihr alles zurücksetzen wollt. Da sind wir. Das Mac Operation System sieht so aus, dass einfach in der Mitte ein Fenster aufpoppt, wo wir jetzt die Auswahlmöglichkeit haben. Da ist aber noch mehr. Wenn wir nach links oben uns betrachten, dann seht ihr hier die Möglichkeit, mit dem Cursor zu arbeiten und könnt hier dann auch die Anzeige des Startvolumens machen, neu starten, ausschalten, wählen. Ihr könnt über das Dienstprogramm Infos abholen, Dienste starten, Mac-Open-Dienstprogramm beenden, Ablage, Sprache ändern, schließen. Aber es ist, ihr seht, es ist wirklich nur noch die Grund. Es ist wie beim Windows-PC der abgesicherte Modus. Suchen, Rechtschreiben, Grammatik, ersetzen, Transformation, Sprachausgabe. Start, Sicherheitsdienstprogramm könnt ihr starten, Netzwerkdienstprogramm, Terminal. Und hier die Fenster könnt ihr auch verwalten. Hier seht ihr nämlich das WLAN-Zeichen und die Deutschlandflagge, wenn ihr die deutsche Sprache habt. Wenn ihr da drauf geht, auf das WLAN-Zeichen, dann könnt ihr euch nämlich hierüber auch noch in ein bestehendes WLAN-Netzwerk einloggen. Dazu müsst ihr einfach das WLAN-Passwort dann eingeben, ne? Und dann könnt ihr nämlich, ich mache das jetzt nicht, weil das ist gerade nicht vonnöten, wenn ihr jetzt das WLAN-Passwort eingegeben hättet, wärt ihr mit dem Internet, sprich mit eurem WLAN verbunden, dann könntet ihr hier Online-Hilfen aufrufen machen. Das da als Beispiel, ne? Also, wenn ihr Online-Hilfe aufrufen wollt, braucht ihr Internetzugang mit der Maschine. Entweder über den besagten Gigabit-Anschluss, LAN-Kabel, oder, wie ich gerade gezeigt habe, über das WLAN. Nun haben wir also hier unseren Mac Operation System Dienstprogramm. Gehen wir mal von oben rum. Aus Time Machine Backup wiederherstellen. Wenn ihr eine Time Machine haben solltet, dann könnt ihr, wie gesagt, daraus das Backup ziehen und euren iMac aus diesem Backup wiederherstellen. Wiederherzustellen. Wenn irgendwas nicht funktioniert und ihr habt eine Time Machine, dann solltet ihr das als erstes nutzen.
Mac Operation System erneut installieren. Installiere eine neue Kopie vom Mac Operation System. Das hier macht ihr, wenn ihr den iMac behalten wollt, euer Operation System aber wirklich wie Banane läuft. Wenn da gar nichts mehr geht, großartig, Freeze Times oder andere Probleme mit sich kommen, dann könnt ihr hier hingehen und einfach einen Step Back machen zum frischen Mac Operation System, Mac OS. Ne? Online-Hilfe, da könntet ihr dann den Safari-Browser benutzen und nach Hilfe im Internet suchen. Ne? Für den Mac, um dort Hilfestellung zu bekommen. Festplattendienstprogramm. Hiermit repariert oder löscht man Festplatten. Hier heißt es also, wenn ihr eine Festplatte getauscht haben solltet oder ihr habt eine Festplatte von einem Windows-PC eingebaut, die wird ja nicht, die wird ja mit FAT oder NTFS oder formatiert. Der Mac möchte das Format aber nicht. Der möchte sein eigenes Format haben. Und zum Beispiel könntet ihr nämlich dann die besagte Festplatte, die ihr dort eingebaut habt, mit dem APFS, also Apple File System Volumen, bestücken. Und so könntet ihr dann da auch ein Mac Operation System, also ein Mac OS draufsetzen. Oder das Festplattendienstprogramm ist auch dafür da, um die Werkseinstellung eures iMacs wiederherzustellen und zwar sauber. Das heißt, ohne Rückstände von dem Vorbesitzer. Also ihr seht, dieses Dienstprogramm hier ist sehr mächtig und ihr kommt immer rein, starten und Command R drücken und gedrückt halten, bis ihr hier seid. Das ist sozusagen der Recovery-Modus oder der abgesicherte Modus an einem iMac.